Ja, hallo und willkommen zurück zu Chibi Robo, Part Nummer 42. Im letzten Part haben wir die letzte Tür hier gefunden und haben uns auch nochmal an dem Spaceflug versucht. Und ja, ich habe mich mal ein bisschen informiert über den Spaceflug und ja, das soll wohl echt das härteste Minispiel im gesamten Chibi Robo Spiel sein. Und da hilft nichts außer üben. Also wissen, wie man am besten schießt und trotzdem noch ganz knapp bis zum Schluss auf die ins Ziel kommt. Ich tue es mal sicher, ist mir nämlich auch beim Schauen von anderen Videos aufgefallen, dass ich hier einfach mal direkt eine Abkürzung mit der Brücke machen könnte. Dass ich nicht immer wieder von oben hier runter muss. Ansonsten brauchen wir ja diese... Oh, toll. Stück zurück. Ach komm, jetzt sag mir nicht, ich muss dich erst wieder runterlassen. Ach man, runter. Nein. Nicht wieder rein, erst ziehen. So, und jetzt. Also das mache ich jetzt nur zur Vorbereitung. Wir haben es schon im letzten Part dreimal gemacht. Und ich denke, anstatt ich euch einfach mit dem Ganzen hier langweile, also heißt, dass ich dann irgendwie ganzen Parts nur damit verbringe, das... machen. Ich möchte nur kurz gucken, ob die Leiter reicht. Mache ich das einfach hier immer mal wieder zwischendurch, wenn ich, wenn wieder der nächste Tag angebrochen ist. Ja, das sieht gut aus. Alles klar. Gut. Dann geht's wieder nach unten. So. Ja, ich werde nochmal gucken. Ich möchte nochmal ins Schlafzimmer gehen. Weil da war ja auch noch was mit Funky Phil. Also wie gesagt, ich habe nur geguckt, was es mit dem Spaceflug auf sich hat. Ob ich wirklich so Damage anstelle und... Ja, es hat echt mit Übung zu tun. So, gehen wir hier nochmal hoch. Komm, Chibi-Robo. Und hinauf. Ja, bei dem Video, wo ich gesehen habe, der hat das auch ganz knapp geschafft gehabt. So, und diesmal, wenn ich dann wieder zurückgehe, versuche ich dann auch gleich den Froschring zu holen. Damit wir den auch endlich mal haben. Den am Wasserfall. So. Die Robo guckt mal wieder komisch. Hm. Also dem Funky Fee geht's auch noch gut. Deiner lässt uns ja nicht an den kleinen Phil ran, der da hinten trainiert. Aber ich könnte mal Deiner den den Lego-Stein geben, den wir schon die ganze Zeit im Inventar behalten. Wie mutig. Sag mal, Chibi-Robo, hast du welche von den Klötzen gefunden, von denen ich dir erzählt habe? Ja. Was ist da? Zeig's mir. Das ist ja dann auch... Da fehlen ja immer noch zwei Stück danach. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, was er genau mit den Glötzen machen wollte. Aber das werden wir ja dann... Upsala, noch früh genug erfahren. So. Danke, Amigo. Jetzt brauchst du nur noch zwei. Alles klar. Okay, also hierfür brauchen wir den Code. Aber wo steht der Code drauf? Das ist natürlich die Frage. Hm. Vielleicht habe ich in der Vergangenheit ja doch irgendwas übersehen. So, und ich mache es mir jetzt gerade mal einfacher. Und zwar mache ich das einfach mal direkt Tag wieder. Weil ich habe einfach keine Lust, jetzt immer wieder da hoch zu klettern. ja. Toll. Da merkt man wieder, wie aufmerksam ich bin. Nämlich überhaupt nicht. Jetzt habe ich vergessen, dass ich mir eigentlich den Froschring holen wollte. Verdammt. Ja, ja. Nein. Ich könnte natürlich auch, aber das müssen wir dann auch wieder in der Nacht erst machen, den Samen einfach mal einpflanzen, den legendären... Nektarsamen, den der
Sonnenschein haben möchte. Aber wo ist dieser blöde Knochen? Weil ich würde halt schon ganz gerne erst den Knochen finden, damit ich nicht doppelt immer hin und her laufen muss. Aber ich laufe sowieso schon den ganzen Tag hin und her. Ach man. Wird Zeit, dass irgendwie Chibi-Robo-Rollschuhe oder sowas bekommt. So, die mache ich wieder weg. Ihr kennt mich ja bei den großen, ich erwarte immer, dass wir einen Putzbonus bekommen. So. So, ist natürlich immer wieder praktisch, wenn die alle schön zusammenliegen. So. Ach. Wartet mal, Achtung. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, weg damit. Ne, der lag aber vorher nicht da, oder? Ja gut, ich beschwere mich nicht. Schön, dass er da ist. Ach Gott. Wenn jetzt die ganze Zeit da lag und ich bin immer nur dran vorbeigelaufen, dann, ja, dann könnt ihr mich aktuell für blind erklären. So, und her damit. Gut, dann war ich nicht lange und mach's gleich wieder Nacht. Dass wir den auch gleich abgeben können. Ja, wie gesagt, ich möchte auch mal wieder was erreichen im Spiel. Und ich denke mal, dass ihr auch sehen wollt, wie es weitergeht. So, und wenn ich dann wieder zurück bin, kann ich nochmal das mit dem Space Blue ausprobieren. Ja, aufstehen, Chibi. Dann genug gepennt. So. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Nein, nicht speichern. Ja, ich habe ja im letzten Part auch gemeint, dass ich mir irgendwie eine Liste erstellen wollte, was ich jetzt noch alles machen könnte, aber das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Also die Liste zu erstellen, nicht das, was ich so grob machen muss. Wie gesagt, Sophie mit dem Liebesbrief, Spaceflug, Knochen haben wir jetzt, den ich jetzt auch gleich abgeben werde. Vielleicht triggert es ja in der Vergangenheit ja irgendwas, womit wir dann halt wirklich weiterkommen. Weil ich denke nicht, dass es einfach nur so nebenbei erwähnt wird. So. Ich denke auch mal, dass der Vergangenheitstau uns dafür auch danken wird. So. Das sehen wir wieder. Jetzt kommt immer wieder diese Cutscene. Aber gut, die ist jetzt zum Glück nicht mehr so lange wie beim ersten Mal. Und rein da. So. Keine Zeit verlieren. Muss ich erst wieder abschießen? Gefährlich, gefährlich. Das darfst du nicht. Nein. Und ob ich es darf. Ich muss. So. Das darfst du nicht. Ich mach's trotzdem. Teddy kommt auch wieder mit. Könnte man auch Nein sagen, dass Television nicht mit reinkommt? Oder heißt es einfach nur, dass wenn ich Nein sage, dass ich dann doch nicht reingehe? Na gut, muss man unbedingt ausprobieren. Nicht, dass es jetzt unnötig Zeit verbraucht. So. Es kann auch natürlich sein, dass sich hier vielleicht irgendwas verändert hat. Ja. Ein bisschen erinnert mich diese Raumkapsel an Pikmin, muss ich sagen. Also so ein bisschen wie die Zwiebeln, wo man die Pikmin reintut. Also eher gesagt, wo die Pikmin reingehen, wenn es Nacht wird. So. Nee, ansonsten gibt es hier nichts, was ich vergessen haben könnte. Mich würde auch echt nicht wundern, wenn es dann später heißt, hier, ja, geh nochmal in die Vergangenheit und hol dir hier, die... Ja, jetzt hol dir die Pläne, aber die haben wir ja schon. So. Knochen rein. Jetzt bin ich auch nochmal gespannt, wie es weitergeht hier. Klatsch. Dabei
kauen ja Hunde eigentlich nur so just for fun auf den Knochen rum, damit ihre Zähne, glaube ich, nicht... Nee, sind ja keine. Er freut sich jetzt, okay. Ja, hier ist der Koffer offen, aber irgendwie ist da auch nur irgendwie Krimskrams drin. Sala. Ich denke mal, dass wir auch nur mit der Mutter reden können. So, bin ich mal gespannt. Los, Gigarobo. Er hat versprochen, dass er anfangen würde zu sparen. Wenn du den Kampf gewinnst. Ja. Klasse. Und nun? Da liegt deiner. Kann sich natürlich nicht bewegen, weil zu der Zeit gab es, glaube ich, mit den Aliens auch noch gar nicht. Aber ansonsten können wir, glaube ich, auch in keine andere Räume gehen. Oder vielleicht doch. Wartet mal. Ich guck mal kurz, wie die Tür aussieht. Für irgendwas war das doch mit dem Knochen. Wird vermutlich vielleicht irgendwas in der Gegenwart ändern. Aber da komme ich ja auch nicht hoch. Nee. Na gut, dann gehen wir jetzt einfach nochmal in die Gegenwart und gucken, ob sich da irgendwas verändert hat. Wäre natürlich auch interessant, wenn wir mit Gigarobo sprechen könnten, aber ich glaube, der steht hier auf dem... Ja, da steht so, dass wir extra nicht drankommen. Oder komme ich von da auf den Tisch drauf? Nee, ist glaube ich zu weit weg. Wenn nicht, muss ich später nochmal ausprobieren. Aber jetzt erstmal wieder zurück. Na, Teddy? Wie? Ja, ich möchte zurück. Und rein da. So, jetzt bin ich mal echt gespannt, ob sich da irgendwas verändert hat. Für irgendwas muss es ja da gewesen sein. Ja, wir wissen, dass es gefährlich ist. Ja, ja, ja. Es ist, ja, gut, das ist wirklich ein bisschen nervig bei dem Spiel, dass immer wieder alles wiederholt wird. Der Stecker dreht sich mit auf dem Kopf vor dem Chibi. So, okay, es haben ihm in der Vergangenheit einen Knochen gegeben und wie sieht es jetzt in der Gegenwart aus? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es leider nicht. Gut, dann gehen wir nochmal zum Raumschiff und versuchen es nochmal. Weil früher oder später muss ich es ja trotzdem machen. Ja, Foyer. Ja, da hinten lang. Der möchte ja mit uns nur auf Patrouille gehen. Das bringt uns nichts. Wobei ich eigentlich auch mal hätte in die Küche gehen können. Och, das gibt's doch nicht. Wieso wurde das nicht gespeichert, dass der da hinten stand? Blödes Ding. Na gut, egal. Was wollte ich jetzt? Ach ja. Genau deswegen, wo ich mich aufrege, dass das Ding wieder da steht. Meine Güte. So, dann fahren wir jetzt mal erst nach oben. Ich weiß es gar nicht, was wirklich schneller ist am Ende. Ja, schön möglich nach oben. So, das dürfte reichen. Ja. Wer hat denn sich denn wieder zurückgeschoben? Ich glaube, dass sich da irgendwas nicht so ganz gespeichert hat, weil wir die Nacht einfach übersprungen haben. Vielleicht speichert sich das ja auch immer nur, wenn wir den Raum verlassen. Und wieder zurückgehen. Müsste ich mal ausprobieren. Oh, es war fast schon wieder zu hoch, aber gut, passt. Na ihr? Habt ihr trainiert? Ja. So, auf ein neues.
Ich würde natürlich jetzt auch wieder den Rest vom Part mitnehmen. Es sei denn, wir schaffen es beim ersten Mal. So, jetzt bin ich mal echt gespannt. Also im Video hat er wirklich so alles wie möglich abgeschossen. Am Ende hat er es dann trotzdem noch ganz knapp geschafft. Muss ich halt mal gucken, wie das aufgebaut ist. So. Ich glaube, das war jetzt schon wieder Fail. Ich habe ein paar Mal neben dran geschossen. Hier hatte er zum Beispiel schon 800 Punkte. Also irgendwas hat er da anders da gemacht. Keine Ahnung. Wäre natürlich schon einen kleinen Boost. Ja, ich denke schon, dass man da schon vorher genug Punkte hat, damit man gegen Ende weniger abzuschießen hat. Ja. Ja, sieht knapp aus. Ja, nee, das wird nichts. Nee, hat eigentlich gereicht. Verdammt. Ja, das ist natürlich die Frage. Wo kann ich am besten nicht schießen? Es kann natürlich auch sein, dass ich an bestimmten Stellen einfach unnötig schieße, weil ich sie nicht sehe, die Teile. Ich schieße am besten mal nur das ab, was ich auch wirklich sehen kann. Weil da werden garantiert ein paar Sachen dabei sein, die einfach orange sind und ich es dreimal treffen muss und verschenke damit einen Schuss. Wie hier zum Beispiel jetzt. Ja, vielleicht einfach mal sein. So. Schon mal 500 Punkte. Das sieht schon besser aus. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, warum ich jetzt plötzlich so viel mehr Punkte habe. So. Jetzt sind wir schon mal bei 900. Ich muss natürlich jetzt gucken, dass ich jetzt, glaube ich, doch nicht so viel abschieße, um zumindest auf S zu schaffen. So, 1180. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob das zeitlich noch reicht. Ja. Ich schieße mal am besten gar nicht mehr. Und? Ah, verdammt. Mist. Gut geflogen, Fliegerass. Das ist ein neuer Rekord. Das war großartig geflogen. Ah, verdammt, ich glaube, ich hätte am Ende noch die beiden letztendlich noch abschießen sollen. Alles klar. Komm, jetzt muss aber klappen. Kann jetzt sein, dass ich in jedem Part dann das hier immer wieder spiele. Nein, ich habe es hier langsam kapiert. Also wirklich auch alles abschießen. So grob es geht. Dass ich am Ende so um die, ja, ich glaube, ich brauche 1250 Punkte, um auf S zu kommen. So, da konzentriere ich mich erstmal so ein bisschen hier. So, ja. Das hier und... Ja, bin ich wieder gleich auf, wie beim letzten Mal. Okay, das könnte vielleicht klappen, wenn es einfach wieder reicht, bis zum Schluss zu fliegen. So, die lasse ich mal aus. Das hatte ich abgeschossen. Die habe ich alle abgeschossen. So, okay.
Oh Mist, ich glaube, das hätte ich nicht abschießen dürfen. Oh, ich glaube, es wird nicht reißen. Oder? Komm. Komm, komm, komm. Doch, die Punktzahl reicht. Yes, geht doch. Sehr schön. 1270 Punkte. Gut geflogen, Fliegerass. Das ist ein neuer Rekord. Ihr zwei seid ein perfektes Team. Wow, das war höhere Flugkunst. Sehr schön. Also es war nur eine Übungssache, ganz ehrlich. Also ist schwer auf jeden Fall, aber man muss halt wirklich ein paar Mal geflogen sein, damit man die Strecke kennt. Du hast die Space-Flieger-Plakette bekommen. Ja, sehr schön. Gucken wir uns gleich mal an hier. Da haben wir sie. Space Blitzer. Ja, ich freue mich. Auf jeden Fall. Ja, und der Part hier endet genauso wie der letzte Part. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Und Chibi guckt nicht so komisch.